Hallo, ihr Sepplinge, zu einer weiteren Folge aus der Riding Out Beta. Wir befinden uns ja heute in der Mine, wie man unschwer erkennen kann. Ich wollte ja mit euch jetzt mal ein bisschen nach Trophäen suchen. Da können wir eigentlich auch hier tatsächlich gleich die Mine mal abklappern. Vielleicht finden wir ja hier eine. Ich stehe jetzt hier, weil ich euch noch was zeigen wollte hier mit den Barren. Das machen wir aber gleich. Wir gucken jetzt hier erstmal, ob wir hier irgendwo eine Trophäe finden können. Übrigens bitte ich euch weiterhin mir keine, also nichts zu verraten, wo man die Trophäen findet. Denn ich möchte sie wirklich selber finden, weil sonst ist ja der ganze Suchspaß weg. Ist da hinten eine, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Komm, ich muss mal eben absteigen hier. Nee. Hier ist keine. Da habe ich noch eine Idee fürs Riding Out Team. Einmal würde es mich interessieren, wie es aussieht, ob die irgendwann auch, oder ob die sich auch neu generieren, random. Wenn man ja Sachen bekommen kann, wenn man die eintauscht, ist dann irgendwann Schluss, dass es eine bestimmte Anzahl ist. Und da wird es immer mal wieder auch neue geben. Das würde mich auch mal interessieren. Okay. Hoppala. Also hier finde ich jetzt gerade im Moment mal keine. Hui. Oh. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht drüber. Macht nichts. Da hatte ich zu wenig Schwung und war zu dicht vorm Sprung. Und das reimt sich sogar. Oh mein Gott. Okay, hier sind ein paar Holzfässer. Da ist auch nichts. Ja, hier hinten. Hier wird wohl auch nichts mehr großartig sein. Obwohl hier hinten geht es, glaube ich, nee, doch nicht. Ich meine, hier wäre es doch noch irgendwo in einen anderen Bereich von der Mine gegangen. Gab es hier nicht irgendwo noch eine andere? Hier, ja. Hier war auch noch was. Und da ist sogar auch noch eine Hütte. Also hier sollten wir auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Es kann zumindest nicht schaden. Gucken wir doch direkt mal. Haben wir hier vielleicht was? Ich steig mal wieder ab. Hä? Da ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt wieder was. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn man mit der Schubkarre mal die Gesteinsbrocken transportieren kann oder sowas in der Richtung. Nee. Nee, also hier finde ich jetzt nichts. Vielleicht habe ich in einer anderen Mine auch einen Ort vergessen, übersehen. Das weiß ich aber nicht. Da oben waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja, da waren wir schon. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal noch das, was ich euch zeigen wollte. Nämlich, ich hatte einen Tipp bekommen, wie man stapelt. Ich habe jetzt hier leider gerade nicht so viele. Ich habe 22 Barren hier liegen. 23. Gucken wir mal, ob wir die alle unterbekommen. Ich habe ja sonst immer vom Allerwertesten, vom Arsch angefangen zu stapeln. Und... So... Ja, von hier so an. Aber da gibt es eine bessere Methode. Das habt ihr mir geschrieben. Manche haben es mir geschrieben. Ich habe es auch im Forum gesehen. Und das wollte ich euch jetzt mal als Tipp weitergeben, weil das ist eine unheimliche Zeitersparnis. Und zwar fangt ihr hier oben auf der Schulter. Oh. Na komm schon. Da fangt ihr an. Sieht auch gut aus, wie ihr den hier einfach so balanciert. So, jetzt müssen wir schauen. Den können wir jetzt auch so da reinlegen. Ihr seht, der fliegt nicht weg, obwohl wir den da reingelegt haben. Das ist sehr, sehr gut, weil wenn ich da nämlich jetzt was drauflege, ja, ich das jetzt versuche, da drauf zu stapeln, blub, ist er weg. Schön, ob der gerade liegen geblieben ist. Wenn ich das jetzt aber von unten da rein stapel, ihr seht, dann kann ich hier die Barren ineinander legen. Und so kriegen wir nämlich garantiert alle 23 weg und wir haben danach immer noch Platz. Das sage ich euch, das prophezei ich euch jetzt schon. Ich habe das nämlich vorhin mal ausprobiert. Oh, okay, das war... Oh, nicht Fußball spielen damit. Wie gesagt, das ist ein super guter Tipp dafür, also solange das noch nicht funktioniert mit den Wagen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, dann müssen wir hier ein bisschen mit der Kamera nach unten. So, und so können wir die im Endeffekt, können wir die alle so ineinander packen. Ihr seht's. Also, ich kann hier wirklich jetzt alles ineinander reinlegen.
Ich weiß es nicht, wie viel letzten Endes gehen, aber ihr seht, dass ich jetzt schon verflixt viele ineinander gelegt habe. Ich habe die ganzen Rücken habe ich noch frei. Das kann ich im Endeffekt alles noch nutzen. Also auf die Art und Weise. Ich muss das echt mal versuchen. Ich muss mir ganz, ganz viele Barren herstellen. Und dann machen wir hier mal einen Wettkampf draus oder sowas. Also ihr seht, es ist nur... So, den hier muss ich mir auch noch schnappen. Jetzt habe ich 23 Barren habe ich weg. Und es ist nur bis zu den Schultern. Das sieht sehr strange aus. Aber ihr seht, ich kann unheimlich viel transportieren. Das hier sind 23 Barren. Das heißt, dass man damit bestimmt 60 Barren locker wegkriegen kann mit dieser Transportmöglichkeit. Ich muss es, wie gesagt, unbedingt mal ausprobieren. Ich bin jetzt die letzten Tage nicht so großartig dazu gekommen, hier das Eisen einzuschmelzen. Deswegen lag hier nur noch so wenig. Einfach weil jetzt ein bisschen wenig Zeit war. Ich werde mich aber mal wieder dran setzen und ich werde sammeln. Ich werde das alles sammeln. Und wenn ich dann nochmal einen richtig großen Haufen liegen habe, dann versuchen wir das mal zusammen. Dann gucken wir mal, dann zählen wir mal mit. Bin ich echt gespannt darauf. Wie viel wir da hinkriegen oder ob wir quasi unbegrenzt viel ineinander stopfen können. Solange bis man keine Geduld mehr hat. Also das jetzt, wie gesagt, so als Stapeltipp, den ich bekommen habe von Teilen von Zuschauern. Wie gesagt, eben auch aus dem Forum. Und ich dachte mir, ich zeige das einfach mal. Vielen, vielen Dank dafür an euch. Und diejenigen, die sich vielleicht eben nichts darunter vorstellen konnten, die wissen jetzt auch, was damit gemeint ist. Warum rasen wir eigentlich so? Der Trab ist so schön. Ach, wir galoppieren wieder. Aber der Trab ist trotzdem so schön. Der ist herrlich. Ich muss wirklich sagen, dafür, dass der... Das ist so... Wie gesagt, klar, es ist so ein bisschen... es ist halt kein richtiges Vorwärtsrahmen. Es ist mehr so die Passage. Würde ich das jetzt zuordnen. Ah, es sieht richtig Hammer aus. So, hier im Dorf haben wir bestimmt dann auch noch was, wo wir was finden können. Oh nein! Stimmt. Ja, man darf nicht in der Bewegung absteigen. Und ansonsten macht das Pferd nämlich die Bewegung weiter. So, jetzt klatschen wir hier dem Schmied mal alles vor die Füße. Oder unter die Füße. Zack. Was ich jetzt alles drunter hervorbringen? Wir müssten auch mal hier Schmied stapeln. Nein, der ist umgefallen. Och nö. Oh. Hier, wir müssen nur eine Basis müssen wir aufbauen. Wir müssen das ein bisschen stabiler machen. Oh, 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 der kippt gleich wieder ab. Wir müssen das nach vorne stabilisieren. So, hier. Kriegen wir noch höher. Jawohl. Kriegen wir noch höher. Nein, jetzt ist er wieder runtergekippt. Da wollte ich zu viel. Oh, jetzt, ja. Oh, oh, sorry. Da hast du einen Eisenbarrenhaufen. Nimm. So. Zack, alles verkauft. 17.005. Juhu. Ja, wir haben jetzt einfach mal den Schmied spazieren geführt. Kann ich den jetzt eigentlich auch wieder zurückschieben? Nö. Naja. Oh, nee, nee, nee. Ich wollte jetzt gerade gar nicht mit dir reden. Jetzt wollte ich schauen... Ich sollte vielleicht auch noch wieder auf mein Pferd aufsteigen. So. Ich überlege jetzt. Wisst ihr was? Wir gucken erstmal in die Schmiede rein. Ich will mit euch hier wirklich jedes Haus durchsuchen. In jedes Haus reinschauen. Hier ist nichts. Auch in die ganzen Unterstände hier. Und ich würde sagen, wir reiten einfach mal ein bisschen gemütlich hier im Schritt durch die Gegend. Dann entgeht uns auch hoffentlich nichts. Ich sag... Also ich sag hoffentlich, weil ihr kennt mich. Und diejenigen, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ich bin so ziemlich mit die verpeilteste Person, die ihr euch vorstellen könnt auf Erden. Na? Macht Gymnastik Spaß? Es ist auch cool, überhaupt die Idee, dass man diese Pfähle, Pfosten, Holzklötze hinstellt, um hier die Wagen abstützen zu können. Das ist wirklich grandios, an was hier alles gedacht wurde. Es ist spitze. Da ist nichts.
Weiß nicht, sollte man dahinter auch gucken? Ja, ich finde zumindest da jetzt nichts. Okay, das heißt, wir haben das hier durch. Kommen wir jetzt... Warte mal, wollen wir uns das hier... Komm, wir sind jetzt gerade eh hier oben am Markt. Dann gucken wir jetzt auch hier zuerst noch rein. Machen wir jetzt hier oben erst das hier noch. Und dann machen wir hier unten die Reihe. Vielleicht in der nächsten Folge oder sowas. Wir sind ja schon wieder relativ weit. Das können wir jetzt ruhig... Ah, gucke mal, da ist eine. Aber die möchte nicht mitgenommen werden. Doch, jetzt. Das ist so episch. Okay, ist hier sonst wo noch irgendwie was dahinter? Nö. Glaube ich nicht. So. Wow. Nee, was ich sagen wollte, wir können das jetzt ruhig ein bisschen ausdehnen, auch die Suche. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Weil ich wollte jetzt, wie gesagt, noch nicht so großartig einrichten. Bis wir wissen, was als nächstes Gebiet kommt. Weil das wäre ja auch ärgerlich, wenn ich da jetzt mein Geld reinstecke, wenn ich jetzt hier irgendwo was baue. Und... dann haben wir im Endeffekt nichts davon. Guck mal die Häuser hier noch durch. Ach, ich würde fast sagen, wir machen mit dem Suchen der nächsten Folge weiter. Vielleicht, oh, das sieht auch so schön aus mit dem Licht. Oh, ich bin so verliebt. Das ist so toll, das ist so... Ah. Ich bin immer noch gehypt, wie am ersten Tag. Es ist einfach nur herrlich. Ja, was ich sagen wollte, wir können ja dann auch erstmal noch schauen. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich nicht die anderen Wildpferde noch zähmen kann. Das kann ich natürlich auch noch machen. Ich meine, wir haben jetzt keine mehr, die wir nicht sowieso schon haben. Wir könnten jetzt im Endeffekt nur noch zwei weitere Stuten zähmen oder noch die beiden braunen. Beides haben wir schon. Aber natürlich kann ich auch das gerne noch machen, wenn ihr das wollt. Und wenn ich sie halt später nur verkaufe... und nicht zum weiteren Züchten nehme. Das ist ja auch noch eine Option. Also von daher, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir können es ja auch quasi abwechselnd machen. Mal suchen, mal zählen, mal suchen, mal zählen. Wir haben ja auch einiges abzusuchen, denn ich möchte auch die Häuser absuchen, die sich im Wald befinden. Kann ja auch durchaus sein, dass da weiter ab noch eine Trophäe zu finden ist. Warum nicht? Da kommt man vielleicht nicht unbedingt sofort drauf. Und dann ist gerade da was. Ja, während sich hier mein Araber am Heu bedient. Na, schmeckt's dir? Ich hoffe, es ist alles supi. Würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und morgen sehen wir uns dann auch schon wieder zur nächsten Folge aus der Riding Out Beta. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.